Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute gibt es einen kleinen DM-Haul zusammen mit ein paar Teilen, die ich im Lidl gefunden habe. Und ich würde sagen, wir starten einfach mal mit den Teilen aus dem Lidl. Und zwar habe ich ein Buch gekauft und ein neues Spannbettlaken. Ich fange mal mit dem Buch an. Das ist von Mary Kay Andrews und heißt Sommernachtsträume. Und das sieht so aus. Das ist für meine Verhältnisse schon ein ziemlich dicker Wälzer. Und ich bin sehr, sehr gespannt, wie das Buch ist. Der Klappentext hinten ist schon ziemlich spannend. Und ich würde sagen, wir schauen mal, ob dieses Buch vielleicht zu meinen Lieblingen im Februar wird. Wir werden sehen. Das war auf jeden Fall das Buch. Und dann habe ich mir einen Bettlaken gekauft. Und zwar gab es da ein Mikrofaser-Fleece-Spannbettlaken. Und es hat nur noch 6,99 € gekostet. Es ist in diesem Weinrot. Und ich hoffe, dass ihr erkennen könnt, wie flauschig das ist. Also ich meine, das ist ja wohl echt ein Traum. Das sieht aus in so einem Paket wie eine Wolldecke. Und ich freue mich schon so darauf, das auf mein Bett zu machen. Also das wird ganz, ganz toll. Genau. Und dann kommen wir einfach direkt zu den Sachen aus dem DM, die ich gestern eingekauft habe. Und zwar einmal nachgekauft habe ich, oder für Vorrat gesorgt, habe ich, indem ich von Nivea dieses Winterzart oder Wintermoment Deo gekauft habe. Das habe ich euch schon mal vorgestellt in einem Aufgebraucht-Video. Und das habe ich euch auch beim letzten, bei meiner letzten DM-Ausbeute, glaube ich, gezeigt. Das habe ich einfach nochmal nachgekauft, weil es halt eine Limited Edition ist und ich einfach Angst habe, dass es bald weg ist und ich das dann nicht mehr nachkaufen kann. Und das riecht einfach super gut. Also Wintermoment in so einer rosa angehauchten Flasche von Nivea kann ich super doll empfehlen, nach wie vor. Und ich würde fast behaupten, fast nachgekauft in so ähnlich, habe ich die Ariel Pots. Und ich habe diesmal aber nicht die Voll... Jetzt muss ich mal gucken. Genau, nicht das Vollwaschmittel gekauft, sondern halt dieses Colorwaschmittel. Da ist hier so ein kleiner Regenbogen und das ist hier oben lila. Genau, riechen super toll. Das ist halt für die Leute, die das vielleicht noch nicht kennen. Das ist halt hier so ein Drei-Kammern-Pot. Riecht super gut. Sind 24 Stück drin. Da gab es auch noch so eine große, runde Verpackung. Da sind, glaube ich, 50 drin. Wäre im Endeffekt ein bisschen günstiger gewesen. Aber ich war, da ich nicht wusste, ob mir die so gut gefallen werden, habe ich erstmal diese Packung gekauft und wollte das erstmal ausprobieren. Und ja, ich probiere mich da sowieso manchmal so ein bisschen durch. Ich habe jetzt seit einer Ewigkeit die von Ariel schon, weil ich die echt gut finde. Aber ab und zu probiere ich halt doch mal was anderes und dann ja, wollte ich mir nicht so eine riesige Dose kaufen. Wo ich allerdings wirklich jetzt mal was anderes gekauft habe, ist beim Weichspüler. Denn ich benutze, obwohl ich von Ariel die Pots habe und man eigentlich keinen Weichspüler mehr bräuchte, benutze ich trotzdem immer einen Weichspüler und habe normalerweise immer, ich glaube, der heißt Aprilfrisch oder Aprilfrische von Lenoir. Das ist so eine blaue Flasche. Und jetzt habe ich gedacht, ich kaufe mal einen von Vernell. Und zwar ist das von Vernell Aromatherapie, Sandelholz, Öl und Gardenie. Ich hoffe, das heißt Gardenie. Das ist so eine lilane Buttel mit einem goldenen Deckel. Da steht bis zu 100 Tage Parfümmomente. Da bin ich sehr gespannt. Ich habe nicht das Gefühl, dass das so lange halten wird. Aber diese Buttel hat super gut gerochen. Das steht drauf für bis zu 33 Wäschen. Je nachdem, wie man es dosiert. Und ich bin jetzt gerade ein bisschen beleidigt mit mir selbst. Scheibenkleister. Ich habe gerade eine Waschmaschine angestellt, habe hier schon einen Pott rausgeklaut und wollte das eigentlich damit zumachen und habe es vergessen. Okay, gut. Das hat ja gut geklappt. Dann habe ich mir mal ein neues Duschgel gekauft, beziehungsweise einen Duschschaum. Der ist von Balea und das ist ein Duschschaum Calm Down mit Avocadoöl und dem Duft von Tiareblüte und Kokos. Da ich ja ein Verpackungsopfer bin, musste das natürlich auf jeden Fall mit, weil das natürlich super cool aussieht. Und ich bin sehr gespannt, wie das so ist, weil Duschschaum ist bei mir schon ab und zu mal gut gewesen und ab und zu nicht, weil halt dieser, man muss halt hier drauf drücken und wenn die Hände so nass sind und vielleicht das Ganze schon eingeschäumt ist, weil ich schäume mir halt zuerst immer die Haare ein und dann, dann den Rest und dann sind die Hände halt noch schaumig vom Kopf und das klappt manchmal nicht so gut. Also bin ich sehr gespannt, wie das wird. Da werde ich in einem Aufgebraucht-Video von berichten. Und dann habe ich mir noch zwei Kleinigkeiten gekauft. Wirklich zwei Kleinigkeiten. Einmal von Catrice den Liquid Camouflage High Coverage Concealer.
Den habe ich in der Farbe oder Nuance 010 Porcelain. Und ich habe ihn mir jetzt noch in 015 Honey gekauft. So sieht er aus. Genau. Und das ist halt die 015 Porcelain. Ach Quatsch. 015 Honey. Weil ich der Meinung bin, dass der Concealer für mich auch ruhig ein bisschen dunkler sein könnte. Und den werde ich jetzt mal ausprobieren. Es gab da auch sehr viel hellere Farbtöne, die aber so ein bisschen ins Rosé gegangen sind. Fand ich ganz spannend, aber ich dachte, ein bisschen dunkler wäre für mich gut. Und eine letzte Sache gab es noch, und zwar von Alverde. Ein Lip Scrub Sweet Berry. Das ist hier auch so ein kleines Tübchen. Dann ist das halt so eine typische Tube, sage ich mal. Ich weiß nicht genau, wie ich das beschreiben soll. Und das habe ich noch nicht ausprobiert. Das werde ich jetzt mal gleich ausprobieren, weil ich echt gespannt bin, wie das ist. Schauen wir mal. Ich hoffe, dass es gegen trockene Lippen hilft. Ich schau mal, was hier hinten drauf steht. Peeling und Pflege für die Lippen. Mit pflegendem Mandelöl sowie Rohrzucker aus kontrolliert biologischem Anbau. Bla 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 bla. Für samtlich weiche Lippenpflege. Schauen wir mal, wie das ist. So, und das war's auch schon mit meinem kurzen Video. Das war meine Ausbeute. Ich werde gleich direkt mal, glaube ich, dieses Lip Scrub Ding ausprobieren, damit ich auch demnächst mal davon berichten kann. Und ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.